Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Kriminalliteratur, herzlich willkommen bei uns in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Und ich darf als erstes mal sagen, so voll sind unsere Veranstaltungen selten, lieber Wolfgang Schorlau. Und deswegen freuen wir uns, dass wir dich heute Abend zu dieser Lesung hier begrüßen dürfen. Herzlich willkommen in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Herzlich willkommen natürlich auch Ihnen allen, so zwischen Vorrundentrauma und Achtelfinalhoffnung ist das, glaube ich, eine der besten Entspannungstherapien, die man annehmen kann, so ein Abend hier bei uns mit interessanten Gästen. Wir freuen uns nicht nur, dass Wolfgang Schorlau hier so unkompliziert, muss ich sagen, zu uns gekommen ist. Wir haben im März darüber geredet und jetzt im Juni bist du schon hier und bei deinem Terminkalender ist das echt eine Leistung und viel Engagement, dass du hier zu uns nach Berlin gekommen bist. Aber wir freuen uns natürlich genauso, dass wir interessante Gesprächspartnerinnen für dich haben finden können, für eine interessante Diskussion. Nachher begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Barbara Gillmann, Korrespondentin des Handelsblattes, und den Abgeordneten im Deutschen Bundestag, Gerhard Schick. Herzlich willkommen auch euch hier bei uns. Meine Damen und Herren, wer Krimis liest, und ich tue das leidenschaftlich, bleibt früher oder später an Schorlau hängen. Mein erster war später Die schützende Hand. Fasziniert von der Detailtiefe, der fast aktengenauen Darstellung, wird man in eine gleichsam strafprozessual genaue Aufarbeitung dieses Falles gesogen, der spannender nicht dargestellt sein kann. Das liegt natürlich auch an Dengler, deinem Ermittler, der, um die Zwänge der herrschenden Verhältnisse wissend, sich eher pragmatisch, als Grüner würde ich sagen, fast realomäßig, gegen sie auflehnt, um dann die Lücke zu sehen, in die er gnadenlos schlägt und seine Widersacher, meist selbst sehr ramponiert, dann zu Fall bringt. Mit Dengler, dem Ex-BKAler, hast du, lieber Wolfgang Schorlau, eine Figur geschaffen, die, wie ich finde, nicht vielfach verglichen an Philipp Marlowe oder Sam Spade erinnert, sondern eher an Philipp Kerns Bernie Guntram, der zwar nicht ganz so ausgespuckt wie dieser, aber ebenso Polizist oder Ex-Bulle, der um die Verhältnisse weiß und doch an ihnen verzweifelt. Wie Kerr nimmt Wolfgang Schorlau reale politische Ereignisse als Folie für seine Romane, aber Kerrs Krimis spielen zur Zeit des NS-Regimes, aber eben anders als Kerr bewegt er sich nicht in der geklärten gesellschaftspolitischen Bewertung dieser Hintergründe. Schorlau wählt mit aktuellen Themen die strittige gesellschaftspolitische Debatte und ordnet sie ein, beziehungsweise sein Protagonist ordnet sie ein. Treuhand, Privatisierung öffentlicher Güter, Pharmakonzerne, Agrarindustrie oder eben die Geheimdienstverstrickungen im rechten Sumpf und jetzt die Griechenland-Schuldenkrise, meisterhaft verarbeitet und eben mit politischem Standpunkt, und das ist und muss streitbar sein. Ich zitiere: Dengler-Romane sind zur Genre-Literatur gewordene Lehrgedichte, die politische, wirtschaftliche, historische Wissensinformationen erschließen, nicht in Versform und auch nicht in Schwäbisch, aber versehen mit allen Kunstgriffen literarischer Kriminalistik in der Absicht, gesellschaftlich wirksam zu werden. Oder ein anderes Zitat: auch wenn der nicht ganz so unbedarfte Zeitgenosse es womöglich doch schon wusste, der Rettungsschirm hat nicht die Griechen vor der Pleite, sondern allein die Banken vor Verlusten geschützt. Eine bittere Erkenntnis angesichts der großen Armut, die die Austeritätspolitik der EU über das Land gebracht hat, so Bettina Schulte in der Badischen Zeitung. Aber meine Damen und Herren, zu diesem Standpunkt gibt es natürlich auch die andere Seite. Griechenland wurde im Jahr 2001 in die Eurozone aufgenommen, obwohl es die EU-Konvergenzkriterien Ende der 90er Jahre nicht erfüllte. Das Staatsdefizit lag über 3%, die Schuldenquote lag bei ungefähr 100% und damit weit über den 60%, die die Maastricht-Kriterien vorsehen. Griechenland verfügte über einen überdimensionierten Staatsapparat,
etwa ein Fünftel der Erwerbspersonen arbeiten im Jahr 2008 nach OECD-Angaben im öffentlichen Dienst. Gleichzeitig war dieser Staatsapparat auch nicht effizient. Damit war der Betrug zur Erschleichung von Sozialleistungen relativ weit verbreitet. Zwar stellten sich die meisten Phantomrentner nach den Untersuchungen der griechischen Behörden tatsächlich selbst als Phantom dar, dennoch hatte der Sozialbetrug in Griechenland ein erhebliches Ausmaß. Griechenland hatte in der Vergangenheit auch exorbitant hohe Rüstungsausgaben. Teilweise wurden bis zu 6% des Bruttoinlandsproduktes für Militärausgaben verwendet. Wenn wir uns hier an die aktuelle Debatte um das sogenannte 2%-Ziel in Deutschland erinnern, können wir erahnen, wie hoch dieser Anteil ist. Und leider stand in Griechenland hohe Ausgaben nur relativ geringe Steuereinnahmen gegenüber. Griechenland weist eine der geringsten Beschäftigungsquoten im Vergleich aller EU-Staaten auf. Vor der Krise lagen die Steuern auf Einkommen aus Gewinnen und Vermögen deutlich niedriger als bei uns in Deutschland. Die Schattenwirtschaft ist in Griechenland überdurchschnittlich ausgeprägt. Die Steuerschulden der größten Schuldner betrugen im Juli 2060 mehr als 80 Milliarden Euro. In den Jahren der Krise wurde auch über einen möglichen, nicht Brexit, sondern Grexit diskutiert. Insbesondere unser damaliger Finanzminister Wolfgang Schäuble brachte diese Frage auf. Wenn Griechenland den Euro verlassen würde, könnte eine Schuldenrestrukturierung stattfinden über eine neue Währung, könnte dann auch die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft wiederhergestellt werden. Im Moment hat sich diese Debatte widergelegt, aber ich denke, für die Zukunft der Währungsunion wird uns dieses Thema erhalten bleiben. Am Donnerstag haben die Euro-Finanzminister über die Auszahlung der letzten Tranche aus dem seit 2015 laufenden dritten Hilfsprogramm entschieden. Nach Angaben der EU-Kommission hat Griechenland binnen dreier Jahre 450 Reformschritte umgesetzt. Ich meine, wir können uns ja mal überlegen, was bei uns Reform so alles bedeutet und wie zäh das alles verläuft und was das heißt, 450 Reformschritte. Jetzt soll mit einem glaubwürdigen Bündel von Vorabmaßnahmen Griechenlands Schuldenlast spürbar erleichtert werden, so der EU-Währungskommissar Pierre Moscovici. Dabei solle niemand Geld verlieren. Die Kommission stellt sich vor, dass die Laufzeiten bestehender Kredite verlängert werden könnten oder teure Altkredite übernommen werden könnten. Nach Angaben Moscovicis hat Griechenland seit Beginn der Finanzkrise Hilfen im Wert von 273,7 Milliarden Euro bekommen. Davon hätten die Eurozonenpartner alleine 241,3 Milliarden Euro gestellt. Die Bundesregierung hat vergangene Woche mitgeteilt, die Bundesbank hat bis 2017 ungefähr 3,4 Milliarden Euro an Zinsgewinnen aus Ankäufen griechischer Staatsanleihen durch die EZB erzielt. Davon wurden etwa 900 Millionen Euro an Griechenland bzw. den ESM, den Europäischen Stabilisierungsmechanismus, zurücküberwiesen. Insgesamt bleiben aber ein Gewinn von rund 2,5 Milliarden Euro. Dieses Geld könnte an Griechenland zurücküberwiesen werden, um nach Ende des Stützungsprogramms Mitte August die Refinanzierung Griechenlands an den internationalen Kapitalmärkten zu erleichtern. Und diese Rückkehr an die Kapitalmärkte würde dann wohl quasi das offizielle Ende der Krise, die Grundlage des großen Planes ist, beenden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich passenderweise mit einem Karl-Marx-Zitat enden, was ich auf deiner Homepage gefunden habe. Der Verbrecher produziert nicht nur Kompendien über das Kriminalrecht, nicht nur Strafgesetzbücher und damit auch Strafgesetzgeber, sondern auch Kunst, schöne Literatur und Romane. Und darum geht es heute Abend neben dem schnöden Mammon zuvörderst. Ich freue mich auf eine spannende Lesung mit Wolfgang Schorlau, eine interessante Debatte mit Gerd Schick und Barbara Gillmann und darf Ihnen einen angenehmen und spannenden Abend zwischen und vor den Weltmeisternachtschaftsspielen wünschen. Herzlich willkommen nochmal bei uns in der Landesvertretung und fühlen Sie sich wohl und genießen Sie den Abend. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute Abend in der Landesvertretung
Ihnen ein bisschen über Georg Dengler erzählen zu können. Und mir wurde aufgetragen, ich soll Ihnen einen schönen Gruß ausrichten von Georg Dengler. Der hatte gesagt, Mensch, du liest in der Landesvertretung, da komme ich mit. Dachte auch, super Idee, aber jetzt hat ihn leider eine kleine Sommergrippe niedergestreckt und dummerweise hat er mich ein bisschen auch angesteckt. Sie hören das vielleicht an meiner Stimme, die ist ein bisschen nasal und belegt. Wenn ich zwischendurch husten, ist es wirklich die Schuld von Georg Dengler und seiner Ansteckungsgefahr. Aber ich bin froh, dass zumindest ich es geschafft habe, heute Abend hier zu sein. Es war nämlich auch mit dem Dengler nicht ganz einfach, dieses Buch zu machen. Als wir damit anfingen, sagte er, er wollte eigentlich mit mir nicht mehr zusammenarbeiten. Und Sie können sich vorstellen, wie erschreckt ich darüber war. Ich sagte, warum denn nicht? Und er sagte, ja, schau her, wir arbeiten jetzt schon seit über 12 Jahren zusammen und auf meinem Konto bei der BW Bank sieht es immer noch so scheußlich aus wie am Anfang. Und sagte er, ich meine, und du bist doch der Schriftsteller, du könntest doch auf einer halben Seite könntest du doch was für mich machen. Ich meine, ist es zu viel verlangt, du könntest doch eine Erbtante oder ein Lotto gewinnen. Das kriegst du doch in 20 Minuten hin. Und ich sagte es ihm jetzt sicher, Georg, ich könnte dich natürlich zu einem reichen Privatermittler machen. Kein Problem. Aber schau mal her, kein Mensch liebt reiche Privatermittler. Aber so einer wie du, der sich so gerade durchs Leben schleicht, ich meine, Georg, da wollte ich ihm ein bisschen schmeicheln und sagte, schau her, du wirst doch getragen von der Sympathie so vieler Leserinnen und Leser. Stimmt doch, oder? Ja. Und dann guckt er mich an und sagt, das sei ihm jetzt egal. Das heißt, Sie verstehen, wir hatten am Anfang ein Problem. Oder ich hatte ein Problem, das ging sogar so weit, dass Georg Dengler sagte, also wenn mir nichts einfällt in diesem neuen Buch, dann sucht er sich einen neuen Schriftsteller. Und das wollte ich natürlich auf keinen Fall. Und da erfuhr ich zufällig, dass im Dezember 2016 hier in Berlin in einer richtig kalten Winternacht verschwand eine Mitarbeiterin des Auswärtigen Amtes, eine Karrierediplomatin, Anne Hartmann ist der Name. Sie verschwand, die Berliner Polizei, das hiesige Landeskriminalamt, ermittelte und die Beamten des Auswärtigen Amtes waren sich nicht sicher, ob die Berliner Polizei ihren Job gut macht. Und sie hatten die gute Idee, oder die eigentlich gute Idee, dass sie sagen, wir suchen einen auswärtigen Experten, der mal einen fachkundigen Blick auf die Ermittlerunterlagen wirft und uns dann Fragen aufschreibt, mit der wir die Berliner Polizei löschen können. Das war die Ausgangssituation. Und ich hörte davon, dass dieser Auftrag zu vergeben sei. Und da ich ein paar Leute kannte, gelang es mir, dass Georg Dengler dann diesen Auftrag bekam. Und dann fing Georg Dengler an zu mitteln und suchte eben diese verschwundene Diplomatin Anne Hartmann. Und Anne Hartmann war Referatsleiter im Auswärtigen Amt, dann war für Südosteuropa. Dann war sie Abgeordnete zur EU nach Brüssel und zum Schluss arbeitete sie im Stab der Troika in Athen und war dort für die, Rekonstruktion des Gesundheitswesens, des griechischen Gesundheitswesens zuständig. Sie sollte dort die Kosten um mehr als 30% senken, des griechischen Gesundheitswesens. Das war ihr Job. Und in den Ermittlungen, die Dengler dann aufnahm, gab es Hinweise darauf, dass dieser Job mit ihrem Verschwinden hier in Berlin zu tun hat. Und jetzt muss Georg Dengler, um diese Frau zu finden, das ist der dramaturgische Bogen, muss er die griechische Krise verstehen. Und die griechische Schuldenkrise verstehen. Und das war
nicht so einfach. Georg Dengler bildete ein kleines Ermittlungsteam, das bestand aus ihm und aus seiner Freundin Olga. Olga, sagt Ihnen was? Und andere Figuren, die Sie wahrscheinlich aus meinen Romanen kennen. Dazu gehört Denglers Sohn Jakob, aber auch der Stuttgarter Journalist Leopold Harder, die gehören dazu. Und dieses sozusagen Laienermittlerteam, das beschäftigt sich damit, was ist diese griechische Schuldenkrise eigentlich in ihrem Kern. Und Georg Dengler, als ich jetzt nach Berlin fahre, hat mich gebeten, er hat gesagt, den Leuten da in Berlin, die sind bestimmt viele Leute aus Ministerien, die dort kommen, erklärst du ihnen, die haben am Abend sowieso nichts mehr vor. Und das will ich jetzt versuchen. In diesem Ermittlerstab machen zunächst Jakob, also Denglers Sohn, und der Journalist Leopold Harder, die machen eine Analyse über die Frage, wie viel Geld gibt es eigentlich auf der Welt? Und sie fragen sich vielleicht, was hat das mit der Griechenlandkrise zu tun? Das fragt Georg Dengler sich auch, aber es hat damit zu tun. Und sie werden es gleich sehen. Und die beiden, also der Jakob und der Leopold Harder, die unterscheiden zunächst das Geld, das es auf diesem Globus gibt, in zwei Kategorien, nämlich in Bargeld und Buchgeld. Bargeld ist klar, das ist das, was ihren Geldbeutel so etwas ausdehnt, und Buchgeld ist das, was sie hoffentlich reichlich auf dem Konto haben. Aber Buchgeld ist ja, wenn man streng genommen sieht, eigentlich nur ein Symbol. Ja, es ist ein elektronischer, sozusagen ein elektronisches Symbol in einer Datenbank, und weil es die Selbstverpflichtung der Banken und Gesetze gibt, gehen Sie davon aus, dass Sie dieses Symbol umtauschen können in wirkliches Geld, in Scheine und Münzen, nämlich dann, wenn Sie zum Bankomaten gehen oder an den Bankschalter. Und die beiden haben jetzt mal untersucht, wie viel davon gibt es auf der Welt, und diese Untersuchung würde ich Ihnen gerne zeigen. Die beiden haben das in Schaubilder dargestellt, und ich fand die Schaubilder so gut, dass ich die in dem Krimi abgedruckt habe. Ich bin übrigens ganz stolz, es ist wahrscheinlich weltweit der einzige Kriminalroman, der Schaubilder abdruckt. Und die würde ich Ihnen gerne mal zeigen. Also die Frage ist, wie viel Geld gibt es auf der Welt? Und dazu habe ich in dem Roman, sieht man das zumindest ein bisschen auf dem Schirm, vielleicht sehen Sie es auf der ersten Reihe, in der zweiten noch, ab der dritten Reihe müssen Sie mir jetzt vertrauen. Sie sehen jedenfalls solche grauen Flecken, die hier abgedruckt sind. Und diese grauen Flecken bestehen aus ganz kleinen Quadraten, winzig kleinen Quadraten. Und jedes einzelne Quadrat steht für den Gegenwert von 100 Milliarden Dollar. Ja, so ein kleines, nicht das große, so ein ganz kleines, das 100 Milliarden Dollar. Also da wird sehr viel Geld dargestellt. Und um Ihnen das mal zu demonstrieren, sind hier die drei wertvollsten Firmen auf diesem Erdball dargestellt. Das hier ist die Firma Microsoft. Da sehen Sie, die hat 6 solche kleinen Kästen. Das heißt, sie ist etwas mehr, also 600 Milliarden Dollar wert. Das ist ein Wert. Nebendran ist Google, beziehungsweise Alphabet, das hat ein Kästchen mehr, ist also 700.000. Nebendran ist Apple, der hat 8 solche Kästchen. Mittlerweile müssten es über 9 sein. Das heißt, 800, zu diesem Zeitpunkt 800 Milliarden Dollar schwer. Hier unten sehen Sie, dieses Kästchen bedeutet das Vermögen der 50 reichsten Personen auf dieser Welt. Wahnsinnig viel Geld. Ja. So, und nochmal, um einen Vergleich zu haben, auf der nächsten Seite ist dargestellt schon jetzt sehr viel mehr Geld. Das hier ist die Bilanzsumme der amerikanischen Zentralbank.
Und hier endlich die Summe alles Bargelds auf der Welt. Also wenn Sie alle den Wert aller Münzen und Scheine, aller Währungen auf diesem Globus zusammen addieren, können Sie das so darstellen. Das ist ungefähr so viel. Und hier unten ist der Wert aller Aktien auf dieser Welt. Wenn man das addiert, kann man das ungefähr so stellen, ist ungefähr mehr als doppelt so viel wie das Bargeld. Und jetzt gibt es aber noch eine andere Art von Buchgeld. Und diese Art von Buchgeld nennt sich Derivate. Kennen Sie oder haben Sie schon davon gehört? Derivate ist eigentlich Buchgeld, das entsteht, wenn Banken untereinander oder große Finanzinstitute untereinander Finanzwetten abschließen. Durch diese Finanzwetten, die Institute führen untereinander Konkurrentkonten und durch diese Wetten entsteht Geld, Buchgeld auf den Konten, im Wesentlichen, glaube ich, von den 14 größten Finanzinstituten auf dieser Welt. Und ich würde Ihnen gerne mal zeigen, wie viel Buchgeld es gibt, die durch diese Wetten entstehen, durch diese Derivate. Das ist ein bisschen feierlich. Sie gestatten, dass ich aufstehe, weil ich muss sagen, von Jakobs Untersuchung bin ich immer wieder selber überrascht. Derivate auf der Welt gibt es so viel. Ja? Und wenn Sie glauben, das wäre alles, das stimmt nicht. Und wenn man umblättert, sehen Sie nochmal ungefähr so viel wie das Aktienvermögen auf dieser Welt. Dieses Buchgeld. Ich habe es mal ausgerechnet mit dem Wert dieses Geldes, was es an Derivaten auf diesem Konto lagert, könnte man 12-mal alles kaufen, was es auf diesem Globus gibt. 12-mal. Und jetzt, was glauben Sie, was die Leute, die diese Summen verwalten, was für ein Ziel haben die? Was glauben Sie? Hunger auf der Welt beenden? Die Verkehrswende? Sichere Grenzen? Nein. Das Ziel dieser Leute ist, dass man nicht nur 12-mal, wie langweilig, alles kaufen kann, sondern vielleicht 13-mal, 14-mal oder ganz cool 15-mal alles auf der Welt kaufen kann. Und um dieses Ziel zu erreichen, diese wahnsinnige Summe zu vermehren, schließen sie einfach neue Wetten ab. Und man weiß, dass die Vertreter der 14 Großen sich getroffen haben, kurz nach der Lehman-Pleite, übrigens ein paar Jahre nur, in Manhattan in einem Lokal, um eine neue gigantische Wette abzuschließen, eine Wette gegen den Euro. Man weiß das, weil sie bedient wurden von einem abgebrochenen Ökonomiestudenten, der verstanden hat, was sie da besprochen haben. Daher weiß man auch, was es zu essen gegeben hat, Hähnchen in Zitronensauce nebenbei. Und diese Institute haben verabredet eine Billionen-Dollar schwere Wette auf den Fall des Euro. Der Euro ist an der Wall Street nicht so beliebt, ja, weil er immer im Verdacht steht, die Leitwährung, den Dollar, irgendwann mal gefährlich werden zu können. So, und die verabredeten eben eine billionenschwere Wette gegen den Euro. Und glauben Sie mir, wenn die Leute eine Wette abschließen, die überlassen das nicht dem Zufall, wie die ausgeht. Und um diese Wette zu gewinnen, wurde eine zweite Wette aufgesetzt. Für diese zweite Wette wurde die innerhalb der Eurozone sozusagen das schwächste Kettenglied analysiert. Und dieses schwächste Kettenglied ist nicht schwer zu finden, es ist Griechenland. Also Griechenland kennen Sie, wahrscheinlich waren Sie schon dort, oder ist ein wunderschönes Land, ist aber ökonomisch jetzt innerhalb der Eurogruppe tatsächlich nicht so relevant. Sie leisten gerade etwa 4% zum
Sozialprodukt innerhalb der Eurozone. Es ist ein vorwiegend agrarisch strukturiertes Land und auch ärmer, deutlich ärmer als wir. Wenn Sie in Griechenland waren, wissen Sie, ein Euro hat dort, das Preisniveau des Euros liegt dort etwa 10% unter unserem, aber die Einkommensstruktur deutlich drunter, zwischen 30 und 40, also nach unseren Begriffen eher ein armes Land, hat viele Probleme, einige hat Volker Ratzmann schon benannt. Und dieses Land haben sie ausgesucht, haben eine neue Wette auf den Fall griechischer Staatsanleihen gewettet. Ebenfalls mit einer riesigen Summe. Und wenn das passiert, wenn die Finanzmärkte sozusagen das tun, große Wetten, dann treten, wie auch in diesem Fall, die Ratingagenturen auf den Plan. Ratingagenturen, sagt Ihnen vermutlich auch etwas, das sind einfach Firmen, im Wesentlichen gibt es drei wesentliche, die beurteilen, wie sicher ist es, ob ein Kredit zurückbezahlt wird. Und jetzt sehen die, riesige Summen werden gewettet auf den Fall griechischer Staatsanleihen und dann geben die schlechtere Noten. Und schlechtere Noten bedeutet aber höhere Zinsen. Diese Entwicklung kam, zumindest hat der Leopold Harder das so gesagt, fast aus dem Nichts, in relativ kurzer Zeit und ohne erkennbare Änderungen in der realen Ökonomie, weder der amerikanischen, noch der deutschen, noch der griechischen, sondern reine Bewegungen auf den Finanzmärkten. Schlechtere Noten für griechische Staatsanleihen bedeutet höhere Zinsen, und zwar massiv höhere Zinsen. Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung mussten die Griechen, um eine Staatsanleihe zu platzieren, 10% Zinsen zahlen. In derselben Zeit hat die Bundesbank 2,2% Zinsen für deutsche Staatsanleihen. Nur um Ihnen so die Dimension zu schildern. Und es ist klar, 10% Zinsen kann kein Staatshaushalt dieser Welt bezahlen auf die Dauer. Es ist klar, irgendwann ist das nicht mehr möglich. Das können nicht die Griechen, kann überhaupt niemand. Also es ist klar, das funktioniert nur eine bestimmte Zeit, aber innerhalb dieser Zeit sind diese griechischen Staatsanleihen wunderbar, weil sie sind nämlich billig. Ja, ihr Wert fiel. Die Wall Street hat die Wette gewonnen. Der Wert fiel, der Verkaufswert waren zum Schluss etwa 20%, aber sie warfen riesige Zinsen ab. Es war so ein super Papier mit einem Risiko. Und insbesondere deutsche und französische Banken haben sich dort eine goldene Nase dran verdient. Also eine Bank, die Sie kennen, die im Hessischen beheimatet ist, hat mit griechischen Staatsanleihen mehr Geld verdient, als sie im Augenblick rückstellen müssen für die großen Risiken von krummen Geschäften, die sie gemacht haben. Sie haben wahnsinnig viel Geld verdient, aber klar war, irgendwann ist Schluss. Ja? Und irgendwann war Schluss. Und dann wurde das Geschrei groß, es wurde um Hilfe geschrien. Die Hilfe kam und die Hilfe bestand darin, dass die Europäische Union beschlossen hat oder hat erreicht, dass die Europäische Zentralbank den deutschen und französischen Banken diese Papiere abgekauft hat. Und das, meine Damen und Herren, ist die Griechenlandrettung. Darin besteht sie. Und das Empörende daran, also es gibt zwei Punkte, die ich dann eben so empörend finde. Das erste ist, dass die Kosten dieser Operation sozusagen den Griechen aufgebürdet wurden, und zwar in Form eben, man verliert die Krankenversicherung, wenn man ein Jahr arbeitslos ist. Man kürzt die Renten und die Einkünfte. Und wenn die griechische Regierung sagt, ja, wir kaufen vielleicht, nehmen nicht alle bezahlten Panzer ab. Ja, es wurde ja gesagt, in Griechenland stehen mehr Leopard-Panzer als in Deutschland. Dann sagt die Troika, nein,
Die Panzer nehmt ihr, aber ihr nehmt von den Renten. Das ist das eine Empörende. Und das zweite Empörende, finde ich, ist das, wie uns das erzählt wurde. Uns wurde nämlich erzählt, die Ursache der Krise läge sozusagen an dem Charakter des griechischen Volkes. Sozusagen, weil die Griechen mehr oder weniger faul sind, weil sie, was weiß ich, mit 25 in Rente gehen und sie erinnern sich alle an die großen Schlagzeilen, die dreimonatige Kampagne der Bild-Zeitung, aber ich muss es auch sagen, an die wirklich empörende Titelgeschichte des Spiegels, unsere Griechen Annäherung an ein seltsames Volk. Also Ihnen und mir, die wir diese Operation ja bezahlt haben mit Steuergeldern, uns wurde sozusagen das plausibel gemacht, dass die sozusagen als wäre es ein Charaktereigenschaft der griechischen Bevölkerung. Das ist das wirklich empörend daran. Und als Dengler und ich in Griechenland waren, dann wurde uns klar, dass dieser Versuch, die Griechen das alles auslöffeln zu lassen und das Land wieder an den Hunger und darüber hinaus zu führen, dass das noch nicht mal das erste Mal war. Und wir erfuhren, Dengler und ich, von den Griechen etwas, was wir vorher nicht so gewusst haben. Ich komme aus einer Generation, ich selber nicht, aber viele in meiner Generation fuhren mit dem Rucksack nach Griechenland, bewunderten die griechische Kultur, die Filme, Mikis Theotorakis, schliefen in den Höhlen irgendwo auf Kreta, waren nackt am Strand und all diese Dinge. Bewunderten die Gastfreundschaft, aber wir wussten nichts über die Zeit von 41 bis 43, als Griechenland von der Wehrmacht besetzt war. Und darüber erfuhr ich von den Griechen, als ich dort war. Und es war ein bisschen beschämend, dass ich vorher nicht gewusst habe, dass in diesen 3 Jahren 10% der griechischen Bevölkerung an den Folgen der deutschen Besatzung gestorben sind. Und als mir diese Dimension klar wurde und auch die eigene Ahnungslosigkeit klar wurde, stellte ich sozusagen das Konzept zu diesem Buch wieder um und führte eine neue Figur ein, nämlich eben einen SS-Obersturmbannführer, der in seinen sehr jungen Jahren in Griechenland tätig war. Und zum Abschluss jetzt dieser ersten Teil heute Abend würde ich Ihnen aus dieser historischen Perspektive gerne vorlesen, was dieser Mann Gero von Mahnke in Griechenland so getan hat. Dann wurde Gero von Mahnke nach Athen befohlen. Der Reichsführer SS war der Auffassung, die Griechen lieferten zu wenig Brauchbares ins Reich. Und von Mahnkes Truppe sollte dies schleunigst ändern. Seine Aufgabe bestand nun darin, die Vorräte des Landes zu beschlagnahmen und nach Deutschland zu schaffen. Seine Leute errichteten Straßensperren, durchsuchten Lagerhäuser und beschlagnahmten LKWs und Schiffe, Esel und Maultiere für den Transport aus den Dörfern und den Inseln nach Athen oder Saloniki. Die Folgen der Razzien durch SS und Wehrmacht spürte jedermann schnell. Von Mahnke sah in den Athener Geschäften wie zuerst der Zucker, dann die Butter und schließlich das Mehl aus den Auslagen verschwand. Als selbst das Olivenöl knapp wurde, führte die Regierung Lebensmittelkarten ein. Doch die Brotrationen wurden von Tag zu Tag dünner, bis sie auf 200 Gramm reduziert waren. Aber selbst dies war keineswegs selbstverständlich. General von Benningheim ordnete an, dass die Ration nur jeden zweiten Tag ausgehändigt wurde. Fleisch gab es einmal im Monat, eine Handvoll Reis, zweimal monatlich. Innerhalb weniger Monate brach die Lebensmittelversorgung Griechenlands komplett zusammen. Das Land hungerte. Suppenküchen entstanden. Wohltätige und kirchliche Einrichtungen kümmerten sich um die Ernährung der Flüchtlinge aus ganz Griechenland, denen in Athen keine offiziellen Rationen zustanden. Doch der Hunger blieb.
General von Benningheim empörte sich einmal bei einer Besprechung darüber, dass Athener Familien die Leichen ihrer Angehörigen nachts anonym auf die Friedhöfe kippten, nur um deren Lebensmittelkarten zu behalten. Zuerst starben die Kinder, dann die Alten, dann die Armen. Auf Gero von Mahnkes Schreibtisch landeten die Berichte. Die Unterernährung machte die Menschen anfällig für Tuberkulose. Eigentlich harmlose Grippeerkrankungen dezimierten ganze Stadtteile. Im Winter 1941 verhungerten über 40.000 Menschen allein im Großraum Athen. General von Benningheim übertrug Gero von Mahnke die Verantwortung für die griechische Zentralbank. Seine Aufgabe bestand nun darin, alles Gold, die Münzen, die Scheine, alles, was er in den Kellern und Safes der Bank an Wertvollem fand, nach Berlin zu schaffen. Seine Meisterleistung war der Vertrag, der im Dezember 1942 unterzeichnet wurde. Die griechische Regierung willigte ein, dass ihre Nationalbank dem Deutschen Reich eine Anleihe ausstellte und ihre Devisenreserven in Form dieser Zwangsanleihe monatlich nach und nach an das Deutsche Reich abgab. Diese Anleihe, darauf legte Gero von Mahnke großen Wert, sollte nach dem Krieg zurückbezahlt werden. Es war juristisch gesehen ein Kredit. So stand es im Vertrag und so wurde es in den Konten der griechischen Nationalbank und in den Konten der Reichsbank verbucht. Als von Mahnke Griechenland verließ, schuldete das Deutsche Reich Griechenland 476 Millionen Reichsmark. Manchmal vertrat er General von Benningheim in der Wehrwirtschaftsverbindungsstelle. Dort wurde festgelegt, auf welchen Wegen die Vorräte Griechenlands an Lebensmitteln, Treib- und Rohstoffen, Bergbau- und Industrieprodukten zu beschlagnahmen und entweder an die stationierten Truppen oder ins Reich zu transportieren seien. Die LKWs der Spedition Schenker brachten die Güter täglich in langen Kolonnen nach Norden. Besonderen Wert legte Berlin auf die Lieferung von Tabak, eines von Griechenlands Hauptexportgütern. Die stressmildernde und das Hungergefühl unterdrückende Wirkung des Tabaks war für die oberste Heeresleitung im Russlandfeldzug von größter strategischer Bedeutung. General von Benningheim gelang es in einer großen Aktion, die gesamte Tabakernte der Jahre 39 und 1940 zu beschlagnahmen und mit Hilfe der Spezialisten der Firma Remzma nach Hamburg zu schaffen. Man könne daraus 80 Milliarden Zigaretten drehen, erklärte ihm Benningheim zufrieden. Das brächte dem Reich allein 1,4 Milliarden Reichsmark an direkten Steuereinnahmen. Sie beschlagnahmten die gesamte griechische Bergbauproduktion und schafften Schwefelkies, Eisen, Chrom und Nickelerz sowie unzählige Tonnen Magnesit und alles verfügbare Gold zu Krupp nach Essen oder zu den nordischen Aluminiumwerken nach Hamburg. Es war eine anstrengende Arbeit. Es gab unzählige Besprechungen, neue Verträge mussten abgeschlossen, Vertreter deutscher Firmen mussten die Leitung griechischer Firmen übernehmen. All das musste geplant und musste durchgeführt worden. Hinzu kam, dass die Anforderungen des Auswärtigen Amtes immer maßloser wurden. Berlin verlangte stets neue Berichte und immer neue Lieferungen. Es gab vieles zu bedenken und noch mehr zu tun. Und dann weigerten sich die Bauern im Norden zunehmend, ihr Getreide abzugeben. Und sie schossen sogar auf die Gendarmen, die Athen ihnen schickte. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Von mir, Herr Schorner, vielen herzlichen Dank für diesen sehr beeindruckenden ersten Teil. Herzlich willkommen, Herr Schick, Bundestagsabgeordneter der Grünen, Finanzexperte.
Herr Schorlau, Sie haben sich diesmal, also es ist ja nicht so, dass Sie sich sonst keine komplizierten Themen vornehmen für Ihre Romane. Diesmal haben Sie sich ein extrem kompliziertes Thema vorgenommen. Wie recherchiert man sowas? Und wie lange hat das gedauert und wer hat Ihnen geholfen? Ja, es ist in der Tat ein sehr kompliziertes Thema, aber es war so augenscheinlich, dass dort etwas nicht stimmt. Man redete ständig und man las und es gab Sonderbrennpunkte immer über diese Krise, aber man erfuhr eigentlich nie, auf welchen Konten dieses viele Geld gelandet war. Und das weckt dann schon sozusagen, das ist schon dann die Herausforderung. Und bei diesem Buch, ja, mit der Recherche war, wie auch bei dem Vorgängerbuch, hatte ich Hilfe, diesmal Eckhard Siegert, der mich viel unterstützt hat in diesen beiden Büchern, vor allen Dingen bei den ökonomischen Fragen, aber dazu zählten auch Besuche in Griechenland selber. Ich wurde in Griechenland herumgeführt, ich besuchte die Suppenküchen, die es heute gibt, ich besuchte die großen Krankenhäuser, ich besuchte die Gesundheitszentren, ich war auf einer Zentralkomitee-Sitzung von Syriza, sehr lebhaft, aber ich habe kein Wort verstanden, und hatte Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche der griechischen Gesellschaft. Und die Griechen, und die erzählten mir eben dann auch, daher habe ich erfahren aus dieser Zeit, was irgendwie mit mir peinlich ist, weil ich wusste nicht, was die Wehrmacht in diesen 3 Jahren dort an Zerstörungen angerichtet hatte. Das erzählten die mir und als mir das Ausmaß dann klar wurde, habe ich wesentlich besser verstanden, warum die Griechen sich heute nicht ausgerechnet von den Deutschen gerne anhören, dass sie über ihre Verhältnisse leben. Zur Nazi-Zeit kommen wir gleich. Sie erwähnen in Ihrer Dankesliste auch einen Staatssekretär NN, der nicht genannt werden möchte, ein Staatssekretär der Ära Kohl. Und der hat Ihnen das alles so bestätigt? Er hat mir gesagt, warum unter der Ära Kohl Griechenland bei der Euro-Gründung nicht dabei war. Volker Ratzand hat es erzählt, weil das einfach nicht den Maastricht-Kriterien und er hat mir dargelegt, warum die Regierung Schröder das dann mutmaßlich anders gemacht hat. Und zwar? Ja, er sagt, das hat wahrscheinlich zu tun mit dem Kosovo-Krieg. Die NATO brauchte den Hafen von Thessaloniki, um Nachschub zu machen. Und dann machte man einen Deal. Ein Deal. Herr Schick, Sie stehen auch auf der Liste der Berater hinten im Roman. Es ist schon eine ganze Weile her, dass Sie miteinander gesprochen haben. Was haben Sie denn Herrn Schorlau damals erzählt, geraten? Was haben Sie dann erwartet? Und was halten Sie jetzt vom Ergebnis? Also erstmal dachte ich, mutiges Projekt, weil ich eben auch in der ganzen Kommunikation zur Griechenland- und zur Euro-Frage gemerkt habe, wie komplex es ist. Es geht um Riesensummen, viele Sachen weiß man nicht und so dachte ich, bin ich gespannt. Wir haben damals eigentlich, also das Buch geht im Wesentlichen sehr über das bilaterale Deutschland-Griechenland. Die Euro-Krise insgesamt ist ja breiter. Man könnte ein ähnliches Buch jetzt über Irland schreiben und über Portugal und über Spanien und über Zypern. Zypern, was man in Deutschland relativ wenig beachtet hat, obwohl es auch eine heftige Krise dort gegeben hat und sehr, sehr ungerechte und Zusammenhänge. So, also von daher ist es ja dann, glaube ich, nochmal enger geworden, nachdem wir gesprochen haben, was, glaube ich, auch notwendig ist, denn das ist schon sehr, sehr kompakt. Und als ich dann zu diesen Grafiken kam, die jetzt gerade gezeigt worden sind, dachte ich so, also wenn ich da kommuniziere, meine Mitarbeiter würden mir sowas immer sofort rausstreichen aus jedem Vortrag und sagen, das folgt doch kein Mensch. Aber das Tolle ist, man folgt eben im Buch. Ne? Und da muss ich echt sagen, also Respekt, ja, finde ich wirklich gut gemacht. Und ökonomisch finde ich es halt überzeugend, die
Griechenland-Frage in die Gesamtproblematik aufgeblähter Finanzmärkte einzubetten. Denn man kann die Griechenland-Krise nicht ohne die gesamte Finanzkrise verstehen. Wenn das in gesunden, normalen Verhältnissen gewesen wäre, dann wäre die Griechenland-Krise nie in dieser Form sozusagen, hätte nie diese Bedeutung bekommen. Denn dass es mal irgendwo auch einen Schuldenschnitt gab und so, das ist alles nicht so dramatisch, das hat es in der Weltgeschichte häufiger mal gegeben. Aber es war eben die konkrete Konstellation mitten in dieser Weltfinanzkrise. Und deswegen, ja, das finde ich schon überzeugend dargestellt. Ich dachte das damals am Ende unseres Gesprächs nicht, aber ja, ich bin positiv da überrascht. Da wusste ich es auch noch nicht. Ja. Ja, dann bleiben wir doch gleich bei diesen sehr beeindruckenden Grafiken. Nun kann man jetzt ketzerisch sagen, ja gut, das ist der moderne Kapitalismus, so ist das nun mal eben mit dem Buchgeld. Wäre irgendetwas anders, wenn wir halb so viel, viertel so viel virtuelles Geld hätten? Das hätte die Griechen auch nicht gerettet. Nein, das nicht, aber es ist natürlich ein Problem, dass es so viel Buchgeld auf der Welt gibt und dass er agiert. Selbst die Hälfte, wenn man nur sechsmal alles kaufen könnte. Das Problem ist ja, dass sozusagen dieses virtuelle Geld sich ständig vermehrt, dass ständig neue Wetten ankommen. Und ich glaube, ich habe auch erst, als mir das Ausmaß klar wurde, was da auf den Finanzmärkten los ist. Ich glaube, ich habe noch nicht komplett alles begriffen, aber dann habe ich auch wesentlich besser verstanden, wie es sein kann, dass zum Beispiel eine kalifornische Firma, die mehr oder weniger funktionierende Elektroautos baut, plötzlich einen höheren Wert haben soll als VW oder General Motors. Ja? Oder wie es sein kann, dass jemand, der eine Idee hat, dass man zur Geschäftsidee macht, dass man den anderen mal in seinem Auto mitnimmt und daraus eine Internetplattform macht, dass diese Plattform plötzlich ein Vielfaches an Wert hat als alle Taxen auf der ganzen Welt. Also wir reden von Tesla und Uber. Ja. Herr Schick, wie sehen Sie das mit dem Buchgeld? Wie gefährlich ist das und kann man da überhaupt was dagegen machen? Oder sind wir dem hilflos ausgeliefert? Also zunächst mal ist die Erfindung des Buchgeldes etwas sehr Förderliches in unserer Wirtschaftsentwicklung gewesen und sollte man nicht insgesamt in die Tonne kloppen. Alle, die meinen, wir sollten zurück zum Goldstandard, sollten sich nochmal überlegen, warum der mal zusammengekracht ist. Das hatte schon auch Gründe. So, und deswegen ist, glaube ich, die entscheidende Relation, die das Problem zeigt, vielleicht, ja, hätte ich eine andere Grafik gewählt sozusagen. Die Derivate haben ein großes Problem, sind aber häufig schnupseln die letztlich zusammen, weil sie sich gegenseitig auch ein bisschen aufrechnen. Die machen alle sehr komplex und undurchschaubar und unerwartete Reaktionen. Deswegen war so viel Angst in dieser ganzen Krise. Aber die entscheidende Relation, die das Problem ist, ist, dass eben seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten die Schulden stärker ansteigen als die reale Wirtschaftsleistung. Und das kann nicht gut gehen, weil die Zinsen auf diese Schulden müssen aus realer Wirtschaftsleistung bedient werden. Und wenn das mal auseinandergeht für ein paar Jahre, ist das nicht das Problem. Aber wenn über Jahrzehnte hinweg es immer mehr Schulden gibt, die bedient werden müssen, als reale Wirtschaftsleistung, aus der man sie bedienen kann, dann braucht es irgendwann eine Korrektur. Und diese Korrektur nennt man eine Finanzkrise oder einen Crash. Und die hat 2008 stattgefunden. Und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Antworten darauf. Die eine ist gut und die andere ist nicht gut. Die einen haben die Amerikaner tendenziell gemacht. Das ist nämlich dafür zu sorgen, dass dann diese Schuldenüberhänge gestrichen werden. Deswegen hat man dort reihenweise Regionalbanken abgewickelt und die entsprechenden Schuldpositionen wurden gestrichen. Und in Europa hat man im Wesentlichen diese Schuldenüberhänge auf den Staat übertragen und deswegen haben wir sie immer noch und schleppen immer noch schwer an diesen Schulden. Und das ist eben das Komische an dieser Schuldendiskussion in Griechenland. Jeder hat kapiert, die haben zu viel Schulden. Zu viel heißt, sie haben mehr Schulden, als sie mit ihrer Wirtschaftsleistung tragen können. Und da gibt es nur einen Ausweg. Diese Schulden müssen reduziert werden. Sie von den privaten Banken auf staatliche Gläubiger zu übertragen, führt dazu, dass es den privaten Banken gut geht. Aber das Problem ist nicht gelöst. Und deswegen
war die Griechenland-Rettung, wie sie gemacht worden ist, von Anfang an so angelegt, dass sie nicht funktionieren kann und zu großen weiteren Problemen führen muss. Das haben wir auch damals gesagt, aber wir waren vor der blöden Situation im Bundestag, entweder etwas zuzustimmen, was wenigstens kurzfristig irgendwie stabilisiert, wo man aber weiß, langfristig ist das Problem völlig ungelöst und wird vielleicht sogar schlimmer, oder mit einem Nein im Deutschen Bundestag das Ganze scheitern zu lassen und zu riskieren, dass es kurzfristig alles noch mal schlimmer wird. Und dann wären die sozialen Bedingungen auch schlimmer geworden. Da muss ich jetzt nachhaken. Sie haben es ja schon angerissen. Die große Gefahr oder bestand ja darin, dass wenn man die Bank nicht rettet, dann kracht eine zusammen, vielleicht eine größere, und dann haben wir den berühmten Domino-Effekt, den keiner kalkulieren konnte. Also blieb politisch, wie schlimmer dann tatsächlich wird in ganz Europa. Also andersrum gefragt, also blieb der Politik eigentlich gar nichts anderes übrig. Das ist ja das große Verteidigungsargument. Als das Ganze auf den Staat oder die Staaten zu übertragen, um diese Gefahr zu bannen. Also, dass es keine Alternative gab, halte ich für falsch. Ich will erst mal sagen, der Rettungsweg, der gewählt worden ist, der sagt, ihr könnt zwar in Griechenland mit eurer Wirtschaftsleistung die Schulden nicht zahlen, ihr müsst es aber trotzdem tun. Ihr müsst etwas tun, was ihr objektiv ökonomisch nicht tun könnt. Das heißt, jemanden zu zwingen, der nicht schwimmen kann, zu schwimmen, indem ich ihn ins Wasser schubse. Das ist unanständig. Ja, also das ist... Wenn doch klar ist, dass sie es nicht können. So was wäre der richtige Weg gewesen. Und wir haben versucht, den auch zu thematisieren. Das wäre gewesen, bereits bei der ersten Rettung einen so großen Schuldenschnitt für die Banken zu machen, dass es dann tragfähig ist. Und wenn man das gleich am Anfang gemacht hätte und nicht mit einer Zeitverzögerung. Deswegen habe ich in dem ersten Interview zur Griechenland-Krise im Februar 2010 gesagt, Gläubigerbeteiligung. Dann hätten die Banken einen begrenzten Verlust gehabt. Wir hätten mit dem Bankenrettungsfonds in Deutschland und auch in Frankreich und anderen Ländern die Strukturen gehabt, um zur Not einer Bank kurzfristig da Hilfe zu geben, wenn sie es nicht stemmen kann. Und dann wären gleich bei dem ersten wäre eine Stabilisierung und eine Kürzung der Schulden gleichzeitig erfolgt. Und jetzt hat man es nach und nach gemacht und das war sozusagen das, was dann zusätzliches Chaos gemacht hat. Also denn die Gläubigerbeteiligung kam ja später, aber erst 2012 und dann hat sie zusätzliche Verunsicherung geschaffen. Dann erfüllt es sie jetzt mit Genugtuung, wenn Klaus Regling, der Chef des Rettungsfonds, heute sagt, glaube ich letzte Woche im Interview, wir haben bestimmte Dinge zu spät gemacht. Ja, richtig. Das wäre so ein Beispiel, wo man das definitiv sagen kann, die Gläubigerbeteiligung kam zu spät. Herr Schorlau, Sie haben sehr eindrücklich geschildert, wie sehr Sie das beeindruckt hat, auch vor Ort, die hohen sozialen Kosten in Griechenland. Über das ganze Buch gesehen gewinnt man den Eindruck, die Griechen sind nur Opfer. Darf man denn verschweigen, das, was Herr Ratzmann ja auch schon angerissen hat, dass die Griechen schon mit 100% des Bruttoinlandsprodukts verschuldet waren, als sie in den Euro kamen, dass sie die Zahlen geschönt haben, man kann auch sagen betrogen haben, dass der Staatsaufbau viele Defizite hat, etc., etc. Also diese ganzen Vorwürfe, die sachlichen Vorwürfe, ich rede jetzt nicht von der Bild-Zeitungskampagne oder von zugespitzten Magazinartikeln, sondern von den Fakten. Darf man die unterschlagen? Nein, muss man ja gar nicht. Man muss ja, das muss man auch gar nicht machen. Wobei die Schönung der Zahlen natürlich mit Einverständnis von der Bundesregierung passiert. Okay. Die wollten ja auch, dass ihre Panzer bezahlt werden. Aber mir ging es um, natürlich gibt es, haben die Griechen Probleme, das ist ja gar keine Frage. Aber dazu lese man meinen Kollegen Petros Varkis, der wunderbare Bücher, Kriminalromane darüber geschrieben hat. Ich habe ein Buch geschrieben über Deutschland, was mich interessiert hat an diesem Buch ist, wenn man vergleicht sozusagen die stärkste Ökonomie in Europa mit einer der schwächsten und diese Beziehung untersucht, was
ist es mir dann möglich, die Krise, in der Europa sich im Augenblick befindet, besser zu verstehen. Das war sozusagen meine Intention für dieses Buch und ich finde, ich verstehe sie jetzt auch besser, weil wir einfach davon ausgehen müssen, dass Europa kein einheitlicher ökonomischer Raum ist. Es gibt Deutschland, ist das ökonomisch potenteste Land und mit allen anderen, insbesondere mit den Ländern des Südens, wird es immer Handels- und Leistungsbilanz Überschüsse geben. Das heißt, es wird immer Schulden geben. Und mein Vorschlag ist, wenn wir die Frage ist, wie wir als ökonomisch stärkstes und auch politisch stärkstes Land mit diesen Fragen umgehen. Zwingen wir sie zu solchem Irrsinn, wie eben ausgeführt wird, oder versuchen wir einen gemeinsamen Weg für Europa zu finden? Und das hat Deutschland nicht gemacht. Deutschland hat Griechenland erneut an den Hunger herangeführt. Und Griechenland ist zu einem abschreckenden Beispiel in Europa geworden, was einem Land passiert, wenn es sozusagen unter die deutsche Kontrolle mehr oder weniger gelangt. Und die antieuropäischen Wahlkämpfe, die in Europa ja heute geführt werden und ja auch gewonnen werden können, sind ja im Kern häufig antideutsche Wahlkämpfe und die Angst vor der deutschen Übermacht. Und Griechenland zeigt, die ist nicht unbegründet. Das heißt, mein Plädoyer an der Analyse unseres Landes und Griechenland ist, dass wir auf diese Länder zugehen. Und mein Vorschlag wäre ja so etwas wie ein europäischen Zahlung oder ein System des europäischen Zahlungsausgleichs zu finden, so wie wir es innerhalb der Bundesrepublik gefunden haben. Innerhalb der Bundesrepublik gleichen wir ja die unterschiedlichen Lebensverhältnisse aus über den Länderfinanzausgleich zum Beispiel. Ich komme aus Baden-Württemberg, niemand käme ja auf die Idee zu sagen, die Leute auf der Schwäbischen Alb, die sollen gefälligst so produktiv sein wie die unten im Neckartal. Und wenn sie ihre Hausaufgaben dort oben auf der Schwäbischen Alb nicht machen, kürzen wir ihre Renten so lang, bis sie so produktiv sind wie unten im Neckartal, wo die Hallen von Mercedes-Benz stehen. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, was Europa betrifft, aber wenn die Deutschen und die deutschen Regierungen glauben, sie könnten Europa einen, indem sie es dominieren, dann wird es sowas in die Hose gehen, wie alle, vielleicht, hoffentlich nicht so schlimm wie die beiden anderen Anläufe vorher. Sehen Sie die deutsche Dominanz genauso gewaltig wie Herr Schorlau? Ich habe das bei Reisen in Europa auch so wahrgenommen, dass sich da in den letzten Jahren etwas verändert hat, was wirklich besorgniserregend ist. Nämlich, dass Deutschland als Gefahr, als Problem angesehen worden ist. Als ich in den 90er Jahren in Spanien studiert habe, da waren das alles irgendwie, sagt man, wie toll der Helmut Kohl ist und Deutschland und was weiß ich, das war alles positiv irgendwie. Und ich als eher so grün angehauchter Studierender fand das alles komisch, diese Begeisterung, weil ich da viel auszusetzen hatte an meinem Land, aber Deutschland ist gut und so habe ich das viel wahrgenommen. Und in den letzten Jahren, La Merkel, ja, das war in Spanien sozusagen rotes Tuch und ganz viele Debatten sind ganz anders gelaufen und da hat sich was verändert. Die antideutschen Wahlkampagnen in Frankreich, Italien, wir haben zu wenig wahrgenommen, dass etwas passiert ist, was deutsche Politik seit 1949 parteiübergreifend immer verhindern wollte. Ja, genau. Dass wir nämlich in Europa als die Bösen in der Ecke stehen und von allen kritisiert werden und als Hegemon wahrgenommen werden. Und das ist das Komische, dass das plötzlich passieren konnte, weil das war eigentlich parteiübergreifender Konsens über Jahrzehnte, dass wir in diese Rolle nicht kommen. Und diese Hybris, die da war,
Also ich meine, ich habe da mir manchmal den Spaß gemacht in dieser Hochzeit 2011, 2012, dann habe ich geschildert eine Situation, also ein Fernsehteam macht eine versteckte Aufnahme bei einer Immobilienfinanzierung der Tochter einer öffentlichen Bank und filmt, wie also einem ukrainischen Oligarchen geholfen wird, per Geldwäsche eine Immobilie zu kaufen. Dann habe ich gesagt, raten Sie mal, in welchem Land Europas es stattgefunden hat. Und sagen die Leute, ja, Griechenland oder Zypern oder so. Es war halt in Baden-Baden die Tochter der Sparkasse bei der Immobilienfinanzierung. Sauber. Ja? Und überschuldete Gebietskörperschaften, wo Missmanagement Überschuldung herbeigeführt hat, da muss ich ja nicht bis nach Athen reisen. Da kann ich von Mannheim auch nach Ludwigshafen fahren oder so. Ja? Also auch Mannheim musste die Pleite seiner Sparkasse über Jahre abzahlen im städtischen Haushalt. Also wo kommt diese Hybris her, wenn wir eine Automobilindustrie haben, wo offensichtlich das mit den Fakten drehen irgendwie keine griechische Erfindung allein ist? So. Und deswegen würde ich einfach sagen, lasst uns gemeinsam mit den Griechen gegen Korruption und Misswirtschaft in Deutschland und in Griechenland kämpfen. Lasst uns gemeinsam gucken, dass wir überschuldete Gebietskörperschaften wieder zum Leben bringen. Denn die Leute in den überschuldeten Gebietskörperschaften in Deutschland haben dasselbe Problem. Es gibt Städte in Deutschland, wo die Stadt seit 10, 15, 20 Jahren nicht in der Lage ist zu investieren. Und das sieht man der Infrastruktur an. Und anstatt, dass wir sagen, die haben ein Problem und wir haben ein Problem und jetzt gucken wir mal, dass man wieder realwirtschaftlich investiert, hat man einen Diskurs gemacht, der im Wesentlichen da in dieser Finanzsphäre blieb und vor allem, das alles wurde national aufgeladen. Und das ist die größte Gefahr. Diese ganze Finanzkrise war bis Februar 2010 etwa, ging es darum, da sind Banken, die haben Fehler gemacht und da gibt es so viel Schulden und da muss man ein Problem finden und so. Und plötzlich wurde es eine nationale Frage. Deutsche gegen Griechen, Deutsche gegen Spanier und sowas. Und aus diesem Diskurs müssen wir raus, wenn wir nicht in ein ganz schlimmes Fahrwasser kommen wollen. Die Zeit rennt uns. Uns ein bisschen davon. Wir müssen aber auf jeden Fall noch über die parallele Entwicklung im Roman in der Nazizeit zu sprechen kommen. Sie schlagen ja eigentlich, ich spitze es jetzt mal zu, den großen Bogen und sagen, das bleibt unterm Strich übrig, in der Nazizeit haben die Deutschen fürchterlich gewütet in Griechenland, was natürlich stimmt. Und jetzt in der Griechenland-Krise haben sie wieder gewütet, ist bis hin, wie haben Sie vorhin gesagt, bis zum Hunger und darüber hinaus. Ist das zulässig, die entsetzlichen Gräueltaten, da geht es ja auch um die Massaker im Buch etc., auf eine Stufe zu stellen mit den letzten Nein, das ist nicht zulässig, aber ich wüsste auch nicht, wer das getan hat. Also ich nicht, sondern aber man muss einfach, aber die Leute haben natürlich ein historisches Bewusstsein. Stellen Sie vor, in diesen drei Jahren von 41 bis 43, April 41 bis Oktober 43, sind 10% der griechischen Bevölkerung sozusagen an den Folgen der Besatzung gestorben. Das heißt, in praktisch jeder griechischen Familie in der Generation der Großeltern oder Urgroßeltern gibt es Horrorgeschichten über die Deutschen. Und mir wurden die von den Enkeln erzählt. Das historische Bewusstsein ist noch wahnsinnig wach. Wir ja alle haben die Bilder gesehen, die ein bisschen verstörend und auch abstoßend waren. Schäuble und Merkel in SS-Uniform und sowas. Ja. Aber wenn man den historischen Zusammenhang sehen, aus griechischer Perspektive, dann sieht man die Dinge noch mal ein bisschen anders. Und natürlich denken viele Europäer okay, die Deutschen unternehmen jetzt den dritten Versuch, Europa erneut zu dominieren. Jetzt machen sie es eben mit dem Geld. Und vielleicht nur einen kleinen Link zu der aktuellen Debatte. Das Ende des Wie hat Herr Söder gesagt? Multilateralismus? Ja.
was im Augenblick aus der CSU-Ecke propagiert wird, das ist genau, das ist genau ein Schnitt in diese Kerbe. Dass man endlich Deutschland stark genug sind, ist wieder selbstständig in der Welt auftreten und den anderen ihren Willen aufzwingen. Und das wird wahrgenommen. Und die Leitartikel des Spiegels, in Italien beispielsweise, die werden genauso interpretiert. Und und ich sage wirklich, wenn wir Deutschen so weitermachen, befördern wir antieuropäische Wahlkämpfe überall in Europa. Es ist wie, als würde man Zunder werfen. Lassen Sie mich generell sagen, Ihre Romane sind ja vor allem deshalb... Darf ich kurz was zu dem Zwischenfall gleich sagen? Okay. Bevor Sie zum anderen Thema gehen. Weil, also, da war ich ja so ein bisschen neidisch. Ne? Als Krimi-Autor kann man dann irgendeine Figur dann so eine These erzählen lassen, muss sie sich als Autor nicht zu eigen machen und kann trotzdem dann so eine Verbindung herstellen. Das ist schon gut. Ne? Das kann der Politiker halt nicht. Das ist dann immer, der hat behauptet, das ist gleich wie das. Ne? So. Also deswegen habe ich einfach beneidet. Aber die These... Also mit Blick auf die Figur des Gero von Mahnke. Genau. Diese Parallele, also ich finde das mit dem historischen Bewusstsein alles gut, aber die These, dass das jetzt intentional ist, dass also absichtlich sozusagen man jetzt für deutsche Unternehmen günstige Geschäftspositionen in Griechenland schaffen wollte, da bin ich sehr zurückhaltend. Ich glaube, dass es um die Bankenrettung ging, ja, dass es in einzelnen Fragen bei einzelnen Panzerlieferungen so gab, aber von den Privatisierungen in Griechenland profitieren ganz stark auch chinesische Unternehmen und ja gerade nicht andere europäische Unternehmen. Deswegen glaube ich, ja, die Fraport. Ja, wie gesagt, es gibt einzelne Beispiele, aber ich finde viel eklatanter, wie dumm eigentlich die Europäer sind, die Krise so zu managen, dass im Wesentlichen chinesische Staatsunternehmen günstig unsere Infrastrukturen aufbauen können und uns Europa zerschießen, anstatt es europäisch gemeinsam zu organisieren. Diese Dummheit finde ich so eklatant, dass mir das wichtiger zu sein scheint, als dass man jetzt versucht hätte, deutschen Unternehmen was zuzuschieben. Das ist zwar in einzelnen Bereichen gelungen, aber es gibt nicht einen systematischen Versuch, jetzt europäische andere Unternehmen da reinzubringen, sondern man lässt ja die Chinesen es aufkaufen. Deswegen habe ich da so ein bisschen einen Zweifel an dieser These. Ich sage ja nicht, dass es nicht Beispiele gibt, wo man einzelne Unternehmen auch politisch geschützt und gestützt hat und helfen wollte und dezidiert auch die Banken retten wollte, die deutschen und die französischen vor allem. Ich sage nur, ich glaube nicht, dass es einen Generalplan der Übernahme der griechischen Wirtschaft durch deutsche Unternehmen gegeben hat, sonst hätte man es anders machen müssen, denn die Hauptprofiteure sehe ich außerhalb Europas und das finde ich das Dümmste an dem, wie wir es gerade in Europa machen. Dass Europa 10 Jahre nach Ausbruch dieser Finanzkrise so schwach dasteht, zeigt eben, dass der national motivierte Versuch, diese Krise, die einen gegen die anderen zu machen, uns alle zusammen in Europa schlechter dastehen lässt, als wir dastehen könnten, wenn wir es gemeinsam gelöst hätten. Das hätte ich jetzt natürlich nie zugelassen, dass sich da jemand einmischt, aber das ist genau der Herr, der für Herrn Schorlau das alles recherchiert. Nur um das zu erklären. Bevor wir jetzt die ökonomische Sphäre ganz verlassen, Herr Schick und Herr Schorlau, letzte Woche in der Nacht zum Freitag gab es die endgültige Sitzung zur Entlastung Griechenlands aus dem Schuldenregime. Sie haben noch mal 10 Jahre Puffer draufgekriegt, Sie haben noch mal 15 Milliarden gekriegt. Alle geben sich ganz optimistisch, dass Sie das hinkriegen. Nur der IWF ist ein bisschen skeptisch. Was meinen denn Sie? Also ich gehöre jetzt nicht traditionell zu den IWF-Fans, aber sie haben ehrlicher als manche europäische Institutionen zugegeben, dass sie sich bisher bei allen Griechenland-Berechnungen ziemlich getäuscht haben und so optimistisch waren. Deswegen vertraue ich im Moment den IWF-Zahlen etwas mehr bei Griechenland als den europäischen Zahlen, wo mehr Wunschdenken drin ist, was sich in der Vergangenheit als falsch herausgestellt hat. Aber meine Skepsis ist vor allem deswegen größer, weil diese Entwicklung, von der wir vorher gesprochen haben,
dass an den Weltfinanzmärkten insgesamt seit Ausbruch der Finanzkrise vor 2008 immer noch die Schulden schneller wachsen als die Realwirtschaft. Also dass das Gesamtsystem nach wie vor irgendwie wieder wackeln muss. Das ist meine größte Sorge. Und wenn das Gesamtsystem nochmal wackelt, dann wird es auch wieder die schwächeren Partner stärker treffen als die stärkeren. Also deswegen glaube ich, wenn jetzt alles gut läuft im Rest der Welt, dann kann das bei Griechenland so, glaube ich, funktionieren. Aber es kann eigentlich nicht gut laufen im Rest der Welt, weil die Entwicklung eine nicht nachhaltige ist. Zynisch könnte man jetzt sagen, das Material für politisch-ökonomische Romane wird nicht ausgehen. Herr Schorlau, Sie haben... Sie muten dem Leser ja durchaus immer viel zu, so intellektuell. Ich habe alle Romane gelesen und ich fand es diesmal, ich würde sagen, es kommt ziemlich geballt im Mittelteil. Es ist mehr so eine ökonomische Proseminar. Schöner geschrieben natürlich, schöner formuliert. Sie sind jetzt, glaube ich, schon monatelang unterwegs auf Leserreisen. Was kriegen Sie für Rückmeldungen? Überfordert das manchen Leser? Oder nee, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, dass man, ich habe das ja, als ich anfing, das Buch zu schreiben, hatte ich wirklich kaum eine Ahnung darüber, was ich mir da vorgenommen habe. Das muss ich wirklich sagen, das Ausmaß war mir weder historisch noch ökonomisch klar. Ich wusste nur, das ist ein spannendes Thema und ich wollte es eigentlich selber auch verstehen. Ich wollte es für mich verstehen. Und ich glaube, dass es gelungen ist, zumindest sind das die Rückmeldungen aus den vielen Lesungen, dass man das auch versteht, dass man mitkommt in dem Buch und zum Schluss das eine oder andere gelernt hat oder lernen kann. Ja, und das ist eigentlich das Schönste, was man mir sagen kann. Und das höre ich ab und zu. Sehen Sie einen Unterschied zu den anderen Dengler-Romanen? Also ich glaube, da bin ich der Falsche, das zu bewerten, weil ich natürlich in diesen ökonomischen Sachen viel mehr drin war als jetzt in der Massentierhaltung oder bei der NSU. Das heißt, ich war jetzt ein ganz anderer Leser. Ich bin da vielleicht der Falsche, das zu bewerten. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, der heutige Abend gibt ja ein völlig falsches Bild, weil wir haben jetzt über die Leichen, das über ändert die, sich noch. Die spannenden... Ich sag's nicht, ne? So haben wir jetzt ja gar nicht geredet. Ja. Es ist ja nicht nur ein ökonomisches Buch, sondern es ist einfach auch ein spannender Krimi, wo man sich nachher fragt, wie löst er das eigentlich auf und wie geht's dann weiter und so. Ja. Bevor wir das auch noch hören werden, habe ich doch noch zwei, drei nicht ökonomische Fragen. A, in allen Romanen hört Dengler immer Junior Wells, diesen großartigen Blueser aus den USA. Was ist mit Junior Wells passiert? Der taucht nicht mehr auf. Ja, das stimmt. Das kriege ich sehr häufig vorgeworfen, dass die Musik in diesem Buch ein bisschen zurückgedreht ist, aber es ging so schnell und der Dengler musste sich um so viel kümmern, der hatte wirklich kaum mehr Zeit, Musik zu hören. Das ist auch etwas, worüber er sich bei mir beschwert hat. Ich musste ihm versprechen, in den nächsten Büchern hat er wieder ein bisschen mehr Muße für den Blues. Er liegt im Krankenhaus, da könnte er wenigstens ordentlich Musik hören. Andere Frage. Es gibt ja mittlerweile 4 Dengler-Filme. Da sind aber Dengler und die schöne Olga überhaupt nicht zusammen. Warum denn eigentlich nicht? Ja. Also das liegt zum Teil daran, dass die Drehbuchregie eine andere ist oder die Plotline, wie man heute sagt, in den Filmen etwas anders ist als in den Büchern. Der Regisseur hat mir gesagt, außerdem hätte Birgit Minichmayr, die so grandios die Olga spielt, hätte sich geweigert, den Ronald Zerfeld zu küssen. Vielen Frauen, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass das stimmt. Aber offensichtlich war das so. Die beiden haben gesagt, nein, so spielen sie es nicht. Und dann wurde das so ein Buddy-Paar. Und jetzt, glaube ich, ist es irgendwie auch sehr schwierig, die wieder... Ich glaube, es ist zu spät. Der Zug ist jetzt aus, ist es oder? Zu spät. Oder man muss sich wirklich was ganz Dramatisches einfallen lassen. Aber okay.
Wir haben heute hier leider keine Zeit, das Publikum einzubeziehen. Deshalb frage ich Sie jetzt ersatzeshalber bei den zig Lesungen, was werden Sie denn da so meistens gefragt? Was interessiert denn die Leute? Ja, sehr viele Fragen zum Thema, zu Griechenland. Und ist es wirklich wahr, dass wir so belogen werden? Leben wir in so einem Land, wo wir so belogen werden? Aber es gibt auch andere Fragen. Viele Leserinnen empören sich darüber, dass ich eine neue Figur eingeführt habe. Petra Wolf, die Assistentin von Georg Dengler, die also ganz positive Funktionen hat, dass sie nämlich ordentliche Rechnungen schreibt, die Buchhaltung in Ordnung bringt, was in der Detektei Dengler ganz neu ist. Aber sie führt auch zu verschiedenen hormonellen Störungen bei dem Protagonisten und zu Störungen im Verhältnis von Dengler zu Olga. Und es gab schon empörte Leserinnen, die dann gesagt haben, Herr Scholler, wenn Sie das mit der Petra Wolf so weitermachen, dann werde ich kein Buch mehr von Ihnen lesen. Ja. Okay. Aber bleibt es bei der Petra? Petra bleibt, ja, aber wie das mit den hormonellen Störungen weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Okay, wir bleiben gespannt. Allerletzte Frage. Wird es einen 10. Dengler-Fall geben und verraten Sie uns schon, um was es geht? Ja, ich kann Ihnen sagen, also es wird einen 10. Dengler-Fall geben. Ich habe auch ziemlich sicher schon ein Thema und es wird Wahnsinn, es wird so unglaublich spannend werden, ja. Und es ist so ein Jammer, dass ich noch nichts erzählen kann. Aber es wird noch etwas dauern, aber es wird einen geben. Ja. So genau wollten wir es jetzt nicht wissen. Okay, wir müssen Schluss machen. Damit Sie, ich noch nicht. Sie noch nicht, weil bevor jetzt hier der Eindruck entsteht, der Herr Scholler hat ein ökonomisches Sachbuch geschrieben, wird er uns jetzt noch zwei Passagen lesen, die das Gegenteil beweisen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Schick und bitte Sie ans Lesepult. Danke. Ja, meine Damen und Herren, in den Ermittlungen um die verschwundene Anna Hartmann möchte ich Sie kurz einführen. Die eine entscheidende Wendung nimmt die ganze Sache, als es der schönen Olga, von der heute Abend ja schon so viel die Rede war, gelingt, das Facebook-Konto von Anna Hartmann zu knacken. Sie wissen, das macht man heute öfters. Aus den Daten des Facebook-Kontos entnimmt Olga, dass Anna Hartmann sehr häufig mit einem ihrer Facebook-Freunde in Athen unterwegs war, nämlich einem Künstler namens Petros Koronakis. Besuchen Sie die Documenta, die zu dem Zeitpunkt dort war, Vernissagen, Ausstellungen, und die beiden sind auch offenkundig öfters mal eine Nacht im gleichen Hotel. Und das heißt, Anna hat ein Verhältnis mit diesem griechischen Künstler in Athen. Und ebenfalls aus den Facebook-Konten weiß man, dass dieser Künstler sich morgens um 10 Uhr häufig in einem bestimmten Café in der Athener Altstadt sich aufhält. Und als Dengler das erfährt, fliegt er sofort nach Athen, setzt sich in dieses Café und wartet darauf, dass dieser Künstler erscheint. Und als er erscheint, möchte Dengler den unauffällig observieren. Sie wissen, wie das geht mit der Zeitung, ja, und so. Und beobachtet ihn, er will wissen, welche Netzwerke er hat, findet man dann eine Spur zu eben der vermissten Anna Hartmann. Und dann erscheint plötzlich eine ältere Dame, setzt sich zu ihm. Dengler ist irritiert, fotografiert die, schickt das Bild Olga. Olga Antwort kommt sofort, das ist seine Mutter. Und der Künstler und seine Mutter reden, dann gehen sie weg, gehen in ein Taxi, fahren in den Hafen von Piräus, besteigen eine Fähre, fahren los, Dengler immer hinterher,
auf derselben Fähre 4 Stunden und steigen dann auf der Kykladeninsel Tinos aus. Ich weiß nicht, ob, war jemand von Ihnen schon mal auf Tinos? Ja? Wunderbare Insel. Tinos ist sozusagen das, das Gegenteil oder das, das, gegen, das griechisch-orthodoxe Gegenstück zum katholischen Lourdes. Das ist ein Marienwallfahrtsort. Müssen Sie sich vorstellen, da gibt es unten den Hafen, Meeresspiegel, und oben auf dem Berg gibt es eine wunderschöne Kapelle, so eine weiße Kapelle. Das ist der Ort der Marienverehrung. Und zwischen Hafen und dieser Kapelle gibt es eine Straße, schnurstracks, hoch, ziemlich steil, geschätzt 1,5 Kilometer. Und das Besondere an dieser Straße ist, da liegt neben dem Gehweg auf dieser Breite ungefähr so ein brauner Teppich. Der geht vom Hafen bis hoch fast vor den Altar. Und mal angenommen, das trifft auf Sie alle nicht zu, das ist klar, aber nur mal angenommen, Sie hätten schwere Sünden begangen, die Sie loswerden wollten, oder hätten ein körperliches Gebrechen, was Sie auch loswerden wollten, dann empfiehlt sich im griechisch-orthodoxen Glauben eine Wallfahrt nach Tinos und den Weg vom Hafen in die Kapelle hoch und auf diesen Teppich, und zwar auf allen Vieren, hochklettern. Und an bestimmten Tagen, insbesondere im August und am griechischen Nationalfeiertag am 25. März, als ich dort war, glauben Sie mir, ist auf diesem Teppich die Hölle los. Da erstaunlicherweise fast 80% Frauen, die tun Buße, indem sie dort, Sie wissen, ich versuche ordentlich zu recherchieren, ich habe das auch gemacht. Aber nach 50 Meter haben mir die Knie so wehgetan, dass ich gedacht habe, das ist jetzt genug der Recherche. Also das ist eine ziemlich anstrengende Sache. Und kurzum, die Mutter von diesem Künstler macht eine Wallfahrt. Der Sohn begleitet sie, der steht im Hafen von Piräus, raucht, wartet, bis die Mutter zurückkommt. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, was der Petrus denkt. Ja, der denkt, da ist doch dieser komische Deutsche, ja, der saß doch schon in Athen, in der Altstadt, im selben Café, der war doch auf derselben Fähre. Und immer, wenn ich ein bisschen weggehe, folgt er mir. Der einzige Tourist hier in dieser, was will der von mir? Will der überhaupt was von mir? Der ist völlig irritiert. Und um den Dengler abzuhängen, macht dieser Petrus das, dass er selber auf diesen Teppich geht und dort hochkrabbelt, ja. Und guckt, was der Deutsche wohl macht. Und der Dengler möchte natürlich diesen Petrus unauffällig observieren. Ja? Und der lässt ihm 2, 3 ältere Damen Vorsprung. Und dann schützt er so ein Beinleiten vor. Ja? Zieht so das rechte Bein ein bisschen nach. Und dann krabbelt er hinter dem Petrus dort auf diesem Teppich den Berg hoch. Ja? Das war für mich sozusagen der Ehrgeiz, die langsamste Verfolgungsjagd der Literaturgeschichte zu schreiben. Ja. Ich glaube, das ist auch gelungen. Und der Petrus, müssen Sie sich vorstellen, der Petrus, der guckt, jetzt kriecht der Deutsche hinter mir her. Ja. Und der Petrus hält es ein bisschen länger aus als ich, aber auch nicht mehr als 80 Meter. Und dann sagt er, wegen diesem blöden Deutschen ruiniere ich mir doch nicht meine Knochen. Und steht auf, geht in eine Seitenstraße und verschwindet. Und der Dengler möchte ihm folgen, steht ebenfalls auf und will diesem Künstler folgen. Aber die Frauen, die um ihn rum sind, ja, die auf dieser Pilgerfahrt, die sehen plötzlich, der Deutsche, der dort aufsteht, der zieht jetzt plötzlich sein Bein gar nicht mehr nach. Verstehen Sie, ein Wunder ist geschehen. Ja, ein Wunder ist geschehen. Und das passiert jetzt auf Tinos auch nicht alle Tage. Und die halten ihn fest und reden auf Griechisch auf ihn ein. Ja, wenn ein Wunder, da muss ja der Pope her, das muss ja dokumentiert werden. Ja, verstehen Sie? Und der Dengler weiß gar nicht, was die von ihm wollen, aber Tatsache ist, er verliert die Spur. Petrus Koronakis ist verschwunden und das Einzige, was er jetzt noch machen kann, ist, dass er nach Athen zurückgeht, sich in das Café setzt und hofft, dass der Petrus wiederkommt.
Weil das ist wirklich in der Situation seine letzte Spur. Und wenn der Petrus wieder auftaucht, ist klar, dann kann er ihn nicht mehr unauffällig observieren. Die Tarnung ist aufgeflogen. Er muss ihn ansprechen und direkt fragen, was er will, nämlich nach dieser Anna fragen. Und 3 Tage und unzählige Cappuccino später sah er Petrus, wie er sich dem Café näherte. Dengler stand auf und verbarg sich hinter einer Säule im Innenraum. Nachdem Petrus sich gesetzt hatte, trat er von hinten an ihn heran, klopfte ihm auf die Schulter. Erschrocken drehte sich seine Zielperson um. Dengler sagte, ich suche Anna Hartmann. Wissen Sie, wo sie ist? Petrus Koronacke sah ihn lange an. Das möchte ich eigentlich auch gerne wissen, sagte er in gut verständlichem Deutsch. Auf Petrus' Empfehlung hin hatte Dengler sich einen Federkäse mit Brot bestellt. Also, ich muss zugeben, sagte Dengler, dieses Federzeug schmeckt wahnsinnig gut, aber jetzt erzählen Sie mir bitte von Anna. Wo ist sie? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin von Ihrem Arbeitgeber beauftragt, sie zu suchen. Ich bin Privatermittler. Mein Job sind Nachforschungen und meine Nachforschungen haben ergeben, dass Sie ein Verhältnis mit ihr hatten. Oh nein, das war kein Verhältnis. Das war sehr, sehr viel mehr. Also bitte erzählen Sie. Und wo soll ich anfangen? Ja, erzählen Sie vom Anfang an, so wie Sie sich kennengelernt haben. Petrus lächelte versonnen, wie jemand lächelt, der sich eine schöne Erinnerung ins Gedächtnis zurückruft. Wir haben nicht viele Parks in Athen, sagte er, aber mein Lieblingspark ist der direkt neben dem Parlament. Kennen Sie ihn? Nein, sagte Dengler. Schade, ich finde ihn sehr schön und bin gerne dort. Und wie so vieles hier in der Stadt verweist auch er direkt auf die Antike. Er gehörte einst dem Philosophen und Botaniker Theophrastos von Eresos, einem Nachfolger des Aristoteles. Der Garten war ein Geschenk von. Dengler sah demonstrativ auf die Uhr und sagte, also mich interessiert vor allem, wie Sie Anna Hartmann kennengelernt haben. Ah, ich weiß, sagte Petrus, ich schweife manchmal ab. Altes Nachteil von mir. Aber damals hatte ich noch einen Hund, Sokrates nannte ich ihn. Ich übernahm ihn von einem Freund, einem Chirurgen, der in die USA auswanderte. Wir kamen von derselben Insel, er von dem Nachbardorf namens. Oh, kann es sein, dass Sie erneut etwas abschweifen? Ah ja, allerdings, das kann sein, Petrus lachte. Jedenfalls, ich führte Sokrates früh morgens im Park spazieren, für meine Verhältnisse sehr früh am Morgen, 7:30. Jeden Morgen um 7 muss das Vieh nämlich aus dem Haus. Es ist schon ziemlich alt und die Blase ist voll, Sie verstehen. Dengler verdrehte die Augen und sagte, und, die Geschichte, wie geht sie weiter? Also gute Geschichte. In dem Park kam mir eine Joggerin entgegen, eine sehr hübsche Frau, aber erkennbar eine Deutsche. Woran haben Sie das denn erkannt? Naja, die strenge Art, wie sie den Blick auf den Boden gerichtet hielt, als sie an mir vorbeirat, das war schon typisch deutsch. Ja, kein Lachen, kein Blick, Sie wissen schon, stur geradeaus wie ein Panzer. Oh, und das finden Sie typisch deutsch? Ja, das finde ich typisch deutsch, Disziplin und Hierarchie, typisch deutsch. Disziplin und Hierarchie, fragte Dengler. Und das erkennen Sie an einer joggenden Frau, nur weil sie den Blickkontakt mit Ihnen meidet. Naja, sie hatte auch blonde Haare. Aber eben vor allem diesen Panzerblick. Und ihr Deutschen könnt ja nicht leben ohne Hierarchie. Ihr seid doch unglücklich, wenn es bei euch nicht überall ein Oben und ein Unten gibt. Im Himmel den Gottvater, am Firmament die Sonne. Der Löwe ist der König unter den Säugetieren. Der Adler ist es unter den Vögeln, die Rose unter den Blumen. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Und raten Sie mal, welches Volk ist wohl die Krönung unter den Europäern? Dengler warf ihm einen ernsten Blick zu. Kommen Sie zur Sache. Petrus, ja, so seid ihr Deutschen eben. Hierarchie und Disziplin, diszipliniert sogar beim Joggen, diszipliniert bei der Arbeit, diszipliniert beim Essen. Ach was, sagte Dengler, beim Essen sind wir jetzt auch diszipliniert. Ja klar, sagte Petrus. Bei den Deutschen folgt alles festgelegten Regeln, diese Zielstrebigkeit, keine Abschweifung. Gerade so übrigens, wie Sie dieses Gespräch mit mir hier im Augenblick führen. Aber gerne zurück zum Essen. Bei euch kommt zuerst
Die Vorspeise, dann das Hauptgericht, zum Schluss das Dessert. Das Saure am Anfang, das Süße zum Schluss, und zwar immer. Das Besteck liegt in der richtigen Reihenfolge, perfekt ausgerichtet, wie Soldaten auf dem Kasernenhof. Und jeder bekommt sein Essen für sich serviert. Wir Griechen bestellen 3 Vorspeisen oder 5, so wie es uns passt. Und wir würfeln alles durcheinander. Wenn wir am Anfang gern etwas Süßes wollen, dann bestellen wir es halt. Die Vorspeisen kommen auf kleinen Tellerchen und jeder nimmt sich, was er mag. Zum Schluss bezahlt einer für alle, in Deutschland jeder für sich. Die Deutschen sind sogar beim Essen einsam, hat ein Freund mir mal erklärt. Dengler sagte, ich glaube, wir kommen jetzt besser zum Park zurück. Zum Park, gerne. Also, ich bewundere ja diese deutsche Zielstrebigkeit. Und da lief diese schöne Frau mit gesenktem Blick an mir vorbei. Und ich sagte mir, Petrus, du gehst hier in dem Park so lange spazieren, bis sie dich zumindest einmal anschaut. Der Park ist nicht groß. Sie lief auf dem äußeren Weg und immer, wenn sie an mir vorbeikam, legte ich mein freundlichstes, mein breitestes, mein griechischstes Grinsen auf. Aber es half nichts. Die Miene starr, den Blick zu Boden gesenkt, trabte sie an mir vorbei. Und natürlich Kopfhörer auf den Ohren, solche Apparate. Das ging 3-mal, 4-mal, 5-mal und ich bei jeder Begegnung, die Freundlichkeit in Person, doch sie tat so, als würde sie mich gar nicht bemerken. Okay, sagte Dengler, und wie geht die Geschichte weiter? Ja, nach der 8. Runde begegnete ich ihr nicht mehr. Schade, dachte ich, jetzt hat sie aufgehört zu joggen und ich zog Sokrates an der Leine zum Parkausgang am Parlament. Doch da sah ich sie stehen, schwer atmend und schwer humpelnd auf einem der Parkwege. Ich ging zu ihr hin und fragte höflich auf Englisch, ob ich ihr helfen könne. Und sie antwortete mit einem deftigen und sehr unanständigen Fluch. Sie hatte sich den Fuß umgeknickt. Ich bot ihr an, sie in ihr Hotel zu begleiten und das Wunder geschah. Sie willigte ein. Anna hakte sich bei mir unter und wir humpelten aus dem Park über den Syntagmaplatz ins Hotel Grand-Bretagne. Kennen Sie das Hotel Grand-Bretagne? Dengler schüttelte den Kopf. Petrus lachte. Erneut dieses offene, sympathische Lachen. Und er sagte, ja, der ideale Werbespruch für dieses Hotel wäre, verkaufen Sie Ihr Auto und bleiben Sie eine halbe Nacht bei uns. Oh, sehr teuer, fragte Dengler. Sehr, sehr teuer, sagte Petrus. Und Sie können sich vorstellen, ich mit diesem Mischlingsköter in der vornehmen Halle, klassische griechische Säulen, Polsterstühle, Ledercouch in jeder Ecke, Mosaike auf dem Boden und Ölgemälde an den Wänden. Ich brachte sie auf ihr Zimmer. Aber was sage ich, Zimmer? Sie bewohnte eine riesige Suite und ich sagte ihr, ich würde unten auf der Halle auf sie warten. Und nach einiger Zeit kam sie tatsächlich frisch geduscht, wunderschön, nur noch leicht humpelnd. Und ich lud sie zu einem Café ein, in dieses Café hier, wo wir beide im Augenblick sitzen. Und nur um Smalltalk zu machen, fragte ich sie, was sie denn beruflich so macht. Und da kam der Schock. Sie sagte, ich arbeite für die Troika. Wenn sie nicht so wunderschön gewesen wäre, wäre ich sofort aufgestanden und gegangen. Und wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte ich ihr zusätzlich noch den Kaffee ins Gesicht gekippt. Aber so sagte ich etwas in der Art wie, ach, das Volk lässt sich wohl am besten vom Luxushotel aus strangulieren. Da sieht man wenigstens nicht, wie die Menschen nach Luft schnappen. Dengler, oh, darüber war sie wahrscheinlich nicht erfreut. Nein, überhaupt nicht. Sie richtete sich kerzengerade in ihrem Stuhl auf, wieder ganz die Deutsche, und erklärte mir, die Griechen hätten viele Fehler gemacht, im Augenblick seien sie nicht wettbewerbsfähig und jetzt gäbe es eben eine notwendige, aber harte Durchgangsphase. Das war damals, zur Zeit der großen Demonstration. Und ich sagte ihr, sie solle um Himmels Willen hier nicht zu laut reden. Es gäbe in Athen nicht sehr viele Menschen, die ausgerechnet von der Troika wieder wettbewerbsfähig gemacht werden wollten. Und wie reagierte sie? Schlimmstmöglich. Sie fluchte auf Griechisch und alles ging bei ihr durcheinander. Deutsch, Griechisch, Griechisch, Deutsch. Sie schien unter großem Druck zu stehen. Bei jeder anderen Person wäre ich sofort aufgestanden und gegangen, aber weil sie in ihrem Zorn so hinreißend aussah, fragte ich sie,
ob sie Mut habe. Mut? Fragte Denger. Ja, ob sie Mut habe, sich mit mir die Folgen der Tätigkeit der Troika anzuschauen. Für eine endlos lange Zeit starten wir uns in die Augen, es war so eine Art Abschätzen und Kräftemessen. Und dann sagte sie, ja, fragte Dengler. Und dann sagte sie, ja. Ich nahm sie mit und wir zogen durch die Suppenküchen verschiedener Athener Vorstadtbezirke. Ein beachtlicher Teil der Athener Bevölkerung muss sich von diesen karikativen Suppenküchen ernähren. Wussten Sie das? Nein, Dengler schüttelte den Kopf. Wir saßen in Einrichtungen der Caritas zwischen Flüchtlingen aus Syrien, jungen Griechen ohne Einkünfte, Müttern mit Kindern, deren Väter abhanden gekommen waren. Wir standen morgens um 10 Uhr in einer Schlange vor der Tür auf der schmalen Treppe, die in den ersten Stock führt, schweigend mit vielen Hunderten, die hier warteten, um das Nötigste zu bekommen, eine Mahlzeit am Tag. Wir trafen eine albanische Familie, die ihre Kinder von dem Abfall ernährte, den sie auf der Straße auflasen. Und hier gab es endlich frisches Gemüse und Fleisch für die Kinder. Anna sprach mit den Mitarbeitern, meist Freiwillige aus der Nachbarschaft. Bis zu 1000 Essen am Tag wurden hier ausgegeben, gespendet, auch einfach von den Leuten aus der Nachbarschaft, die meistens selbst nicht viel haben. Und die schöne Anna notierte alles in einem kleinen Buch, das Gesicht aufmerksam und ernst. Manchmal kniete sie sich zu einem Kind hinunter und nahm es auf den Arm. Als wir die Suppenküche verließen, lief sie schweigend neben mir her und stürmte plötzlich in eine Drogerie. Und dann lud sie mir Kisten mit Babynahrung, Keksen, Windeln, Zahnbürsten, Zahnpasta, Toilettenpapier auf die Arme und wir gingen zwei Straßen zurück in die Suppenküche und ihre Geschenke wurden mit Tränen der Dankbarkeit angenommen. Aber das Entscheidende war, glaube ich, die Schule und meine Tante Sophia. Petrus schwieg dann eine Weile und dann sagte er, ich habe Anna in eine Schule nahe dem Rathaus geschleppt. Ich kenne dort mehrere Lehrerinnen. In einer Klasse von 6-jährigen süßen Zwergen setzten wir uns in die kleine hintere Schulbank und Anna folgte aufmerksam dem Unterricht. Plötzlich fiel ein schwarzhaariges Mädchen aus der zweiten Reihe seitlich aus der Schulbank und blieb bewusstlos liegen. Die Kinder schrien, die Lehrerin eilte zu dem Mädchen, nahm es in den Arm und trug es zu ihrem Pult nach vorne, zog die Schublade heraus und dann fütterte sie das Kind vorsichtig mit einem Schokoriegel. Es war vor Hunger in Ohnmacht gefallen. Als Anna dies begriff, änderte sich irgendetwas. Jedenfalls sprach sie nie mehr wieder von einer notwendigen Übergangsphase. Und was war mit Tante Sophia? Fragte Dengler. Ja, am Abend lud ich Anna zu meinen Eltern zum Abendessen ein. Sie sagte zu, aber ich nahm ihr das heilige Versprechen ab, sie dürfe auf keinen Fall erwähnen, dass sie für die Troika arbeite. Auch die großartige griechische Gastfreundschaft hat ihre Grenzen. Und es wurde ein wunderbarer Abend. Wir saßen auf der Dachterrasse, Sonnenuntergang, in der Ferne die Akropolis und meine Mutter zauberte irgendetwas aus Auberginen, Zucchini, Oliven, Tomaten, etwas, was eben nur meine Mutter kann. Meine Familie hat viele Mitglieder und wenn meine Mutter kocht, spricht sich das in Athen auf geheimnisvolle Weise blitzartig herum und dann sitzen am Abend viele am Tisch, meistens eben auch Tante Sophia und ihr Mann Onkel Janis. Und weiter, fragte Dengler. Ja, ich weiß, sagte Petrus. Tut mir leid, ich schweife wieder ab, aber Tante Sophia hat ihren rechten Arm verloren. In der Familie spricht eigentlich niemand mehr davon. Aber als mein Vater nach dem Essen eine Flasche Rotwein entkorkte, bat ich Tante Sophia, die Geschichte zu erzählen, wie sie ihren Arm verloren hat. Sie weigerte sich, Sie ist nicht gerne im Mittelpunkt, es war ihr zu peinlich und so erzählte der Rest der Familie die Geschichte abwechselnd. Onkel Janis erzählte, seine Frau habe viele Jahre bei einer griechischen Spedition im Büro gearbeitet. Diese Spedition ging aber nach dem Beitritt
zur Eurozone pleite und Tante Sophia fand dann Arbeit bei zwei weiteren Unternehmen, erst in einem Baugeschäft, dann in einer Schlosserei. Als auch diese pleite ging, verlor sie ihre Krankenversicherung, so wie die Troika es verlangt hat. Und dann, fragte Dengler, keine Angst, sagte Petrus, diesmal schweife ich nicht ab. Tante Sophia hatte Schmerzen, ging zum Arzt und bekam eine bittere Diagnose, Diabetes, Zucker. Also eigentlich etwas, was man mit den richtigen Medikamenten hinbekommt. Doch jetzt musste Tante Sophia die Medikamente selbst bezahlen und konnte es nicht. Und sie schämte sich, uns Verwandten um Hilfe zu bitten. Wenn Diabetes nicht rechtzeitig therapiert wird, sind Amputationen unausweichlich. Und so verlor Tante Sophia ihren rechten Arm. Und Anna? Anna brach an unserem Tisch in Tränen aus. Und es entstand die absurde Situation, Anna mit nassen Augen an unserem Tisch. Und Tante Sophia kümmerte sich rührend um sie und wollte wissen, warum sie denn so schrecklich weine. Noch in derselben Nacht schliefen wir zum ersten Mal miteinander in einem riesigen Bett in einem beschissenen Luxushotel, aber es war unvergesslich schön. Die beiden Männer schwiegen. Dengler kam es so vor, als würde eine Träne in Petrus Augen glitzern. Er schenkte ihm Wein nach. Und jetzt, sagte Petrus, jetzt erzählen Sie, wo ist Anna? Ich weiß es nicht, sagte Dengler. Ich weiß es noch nicht. Ich danke Ihnen herzlich für diesen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Wolfgang Schorlau, für einen spannenden Abend, für eine spannende Diskussion. Vielen Dank, Gerd Schick, und vielen Dank, Barbara Gillmann, für die interessante Moderation, die Beiträge, für das interessante Gespräch. Und ja, Ihnen, hoffe ich, hat es gefallen und Sie haben noch ein bisschen Zeit, weil, wie es bei uns so üblich ist, kommt hier niemand hungrig und durstig vom Hof. Ist ein bisschen vielleicht wie in Griechenland bei der Familie von Petrus. Haben Sie noch einen schönen Abend, trinken Sie noch ein Glas mit uns und interessante Gespräche. Darf ich noch Schön, was dass sagen? Sie da waren. Darf ich noch was sagen? Ja. Entschuldigung, dass ich mich noch mal einmische, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass in 151 Tagen Weihnachten ist. Das ist deshalb wichtig, weil Sie vielleicht noch nicht Geschenke für jeden haben. Das soll eine dezente Überleitung dazu sein, auf diesem wunderbaren Büchertisch am Anfang, wo ich jetzt gleich hingehe und Ihnen so viele Bücher signiere, wie Sie Verwandtschaft haben. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Aber natürlich greifen Sie kräftig zu, nicht nur beim Essen, sondern auch bei den Büchern. Schön, dass Sie da waren. Kommen Sie wieder. Schönen Abend.